Hallo, mein Name ist Florian Wagner. Herzlich willkommen zum wiederkehrenden Podcast der Mobilitätsberatung. Heute bin ich mit Petra per Videoschalte verbunden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Petra, zu unserem ersten Videopodcast. Schönen guten Morgen, Florian. Wie eben schon erwähnt, sprechen wir heute über die Mobilitätsberatung und über die verschiedenen Angebote. Unser erstes Thema ist, in welche Länder wird denn momentan entsendet, beziehungsweise was ist geplant? Also geplant sind unsere Entsendungen ab August. Wir hoffen natürlich, dass die ganze Corona-Situation sich in den nächsten Wochen entspannt. Und wir haben also dieses Jahr auch wirklich ein tolles Angebot für Azubis, für junge Gesellen. Wir haben 11 Ziele, die wir dieses Jahr anbieten können. Da ist auch einiges an neuen Sachen dabei. Wir fahren nach Finnland, nach Schweden, nach Irland, nach Großbritannien, nach Frankreich, nach Österreich, nach Spanien und ins schöne Italien. Also ganz schön was los bei uns. Okay, und das sind alles Ziele, die auch ausgewählt wurden, weil sie gut mit Bus und Bahn erreichbar sind. Hat das einen gewissen Hintergrund? Ja, klar. Also wir haben uns grundsätzlich einfach mal vorgenommen, Alternativen auch zum Fliegen zu finden. Und ich sag mal, die Corona-Situation hat das Ganze jetzt natürlich auch noch mal verschärft. Uns ist es einfach lieber, Azubis oder junge Handwerker können ins Auto steigen oder in den Zug. Erstens mal ist man flexibler, wenn eben im Notfall die Leute irgendwo auch wieder schnell zurück müssen. Und wir haben natürlich auch langfristig die Klimasituation im Blick. Also Corona ist ein gutes Stichwort, beschäftigt uns gerade in der Mobilitätsberatung natürlich sehr. Ab wann sind denn jetzt die nächsten Mobilitäten geplant? Also wir starten im Grunde im August. Ja, wir müssen natürlich immer gucken, wie ist die aktuelle Situation. Wir haben dieses Jahr natürlich auch nochmal ganz besonderen Wert darauf gelegt, dass wir verlässliche Ansprechpartner im Ausland haben, die rund um die Uhr da sind und wo wir einfach wissen, es ist eine professionelle Betreuung gewährleistet, wenn eben jetzt durch die besondere Situation Notfälle auftreten, wo man einfach schnell und professionell handeln muss. Denn für uns steht immer im Vordergrund, dass die Leute ein gutes Erlebnis haben und sicher sind. Ganz klarer Fall. Okay, und mit den Partnern seid ihr ja auch, wie wir jetzt auch in der Videoschalte, in den Gesprächen. Die Beratungsgespräche mit Interessenten, finden die persönlich statt momentan oder telefonisch? Worauf wird da momentan der Schwerpunkt gelegt? Ja, also ich sitze im Moment sehr häufig vor meinem Rechner und bin in irgendwelchen Videogesprächen. Das klappt aber super. Also es klappt erstens gut mit den Partnern im Ausland. Wir haben früher eher telefoniert oder E-Mails geschrieben. Wir sehen uns jetzt häufiger. Das ist einfach auch eine schöne, eine positive Entwicklung. Und mit unseren Interessenten, mit den Auszubildenden, mit den jungen Fachkräften ist es genauso komplett unproblematisch. Wir treffen uns per Video und sprechen dann eben auch ganz genau im Einzelnen durch, wo soll es hingehen. Was sind deine besonderen Wünsche, worauf legst du Wert und können dann so Schritt für Schritt auch die Entsendung organisieren. Ich denke, wir haben jetzt die gröbsten Themen abgehandelt. Das ging recht fix. Gibt es noch was, was wir besprechen können? Ich gucke gerade mal auf meinen Zettel. Ja, also wie gesagt, bei uns war es jetzt dieses Jahr spannend, weil wir wirklich relativ viele neue Ziele anbieten können. Dadurch, dass wir jetzt die letzten Monate gar nicht entsendet haben, haben wir einfach unseren Schwerpunkt darauf gesetzt, neue Partner zu finden. Und ich muss sagen, da haben wir wirklich tolle Menschen getroffen und tolle Projekte. Wir haben Sachen in Frankreich, die sind neu, wo eine alte Mühle restauriert wird.
wo auch Menschen aus anderen Ländern dabei sein werden. Also man hat dann tatsächlich auch ein interkulturelles Treffen. Wir haben Schweden erstmalig dabei. Wir haben ein zweites Ziel in Finnland, weil die Nachfrage nach einem Auslandspraktikum in Finnland so groß war in der Vergangenheit, dass wir gar nicht alle Anfragen abdecken konnten. Und ja, insofern ist es auch für uns wirklich spannend, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Aber ganz wichtig nochmal, der erste Fokus liegt immer auf der Sicherheit und auf der Zuverlässigkeit unserer Partner. Denn wir haben eine besondere Situation und der müssen wir auch irgendwo gerecht werden. Und das hat erste Priorität. Absolut. Wo finde ich denn auf der Homepage der Handwerkskammer die Mobilitätsberatung? Also ein kleines bisschen suchen muss man schon. Aber wenn ihr auf der Website geht, dann findet ihr das Stichwort Ausbildung. Und wenn ihr das anklickt, geht ihr weiter über in der Ausbildung und dann findet ihr schon den Reiter ins Ausland. Super. Dann vielen Dank für die ganzen Informationen. Sehr gerne. Wenn ihr Interesse habt an einem Auslandspraktikum, könnt ihr euch hier bei den angegebenen Kontaktdaten melden. Ansonsten sind wir immer telefonisch, per E-Mail, per WhatsApp oder per Instagram erreichbar. Ihr könnt auch auf unserer Homepage yazubi.eu oder hwk-koblenz.de euch umschauen. Da gibt es auf jeden Fall genug Informationen. Von daher würde ich sagen, vielen Dank. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Okay, ciao.